Hier drin sind im Moment nur zwei Villager, doch das Problem ist, ich habe keine anderen. Deswegen werde ich heute aus diesem Dorf da hinten Villager klauen und die bei mir einfach einsperren. Klingt brutal, ist es vielleicht auch, aber ich brauche Unbreaking, also so, legen wir los. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir gehen hier mit Booten einmal längs oder wir bauen eine Schiene. Ich glaube, mit Booten wäre einfacher. Perfekt, der Villager hier ist auch irgendwie tot, das heißt, ich habe gar keinen mehr. Ich würde sagen, wir gehen mit den Booten rüber, weil wir da dann einfach nur eine Strecke auf einer Höhe bauen müssen. Das wird eine Weile dauern. Oh, hier ist ja eine Höhle. Da können wir vielleicht auch nochmal mit reingucken. Aber wir sind schon fast da. Bruh, habe ich jetzt echt nicht mehr genug. Bro, was ist das eigentlich? Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, normal ist das nicht. Hier können wir die Villager in die Boote packen. Ich penne für die Nacht mal in dem Dorf hier. Looten wir erstmal das Rune Portal und gucken nochmal, ob wir hier noch was im Dorf finden. Okay, tschüss, ja, da ist noch Goldrüstung. Krass. Ah ja, und hier wieder das. Das krass auf dem Weg. Top. Ach gut, da war sogar eins auf Netherrack. Warte mal, kann man das vervollständigen? Ja, sieht zwar komplett Müll aus, aber. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir da oben ein paar Boote platzieren. Das heißt, nochmal zurück und dann die Villager irgendwie da hochlocken. Mit den Booten wird das so lange dauern. So, da haben wir schon mal drei Boote. Und dann müssen wir nur noch irgendwie jemanden hochkriegen. Ah, da ist ja schon das erste Opfer. Nice. Top, da haben wir schon mal den ersten. Ja, und jetzt rüberfahren. Das wird eine Weile dauern. Mit den Booten wird das so lange dauern. Also so braucht es, glaube ich, wirklich zu lang, wenn wir hier jede Menge Villager rüberkriegen wollen. Das heißt, wir brauchen Eis. Fliegen wir mal hoch und mal gucken, ob wir irgendwo Eis finden. Da oben ist Schnee. Hier sieht es eher kälter aus, die Richtung. Oh, perfekt, hier ist nochmal Sumpf. Das ist gut. Bro, was ist das? Was ist denn hier passiert mit der World Generation? Oh, das sieht eigentlich cool aus. Bro! Was ist denn hier los? Okay, das sieht nicht mehr cool aus. Das ist einfach nur... Oh, eine Höhle. Gut. Ich glaube, ein Villager mit einer TNT-Kanone zu schießen ist... eher suboptimal. Dann wäre es, glaube ich, doch noch besser, einfach Schienen draufzulegen. Ja, ich glaube, das machen wir. Und so langsam wird es auch mal Zeit für eine XP-Farm tatsächlich. Alright, dann schnappen wir uns mal das ganze Eisen. So. Ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr. Aber irgendwas ist mit dieser Eisenfarm falsch und ich weiß nicht was. Warum spawnt hier nichts? Die Klappen wieder runter. Vielleicht lag es daran, glaube ich allerdings nicht. Naja, wir werden später nochmal nachgucken. Und jetzt erstmal die Schienen verlegen. So, da wären wir schon. Dann hole ich mal mein Kart. Zack, so. Zum Teufel ist denn da jetzt passiert? Ja gut, ich glaube, den kriege ich nicht mehr da hoch. Ich tippe mal, hier wird noch nichts passiert sein, obwohl eigentlich was passiert sein sollte. Ich glaube, ich sehe das Problem. Nee, doch nicht. Ich dachte kurz, da wäre ein Eisengolem drin gespawnt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr da eine Idee habt. Ja, vielleicht finde ich es auch selber irgendwann noch raus. Hier die Stadt
Stelle. Erstmal checken, ob noch irgendwo eine Schiene fehlt, wie zum Beispiel hier. Dann gucken wir mal, ob wir da einen Villager hochkriegen. Am besten einen mit einem Job, den kann man am leichtesten anlocken. Oh, was ist denn hier los? Was ist das für eine Versammlung? Muss mitkommen. Dann müssen wir das auf die harte Tour machen. Wir klauen die Betten und stellen die da oben hin. Naja, guck mal, da kommen sie ja schon. Da kommen sie schon. Boah, ich höre halt hier einfach erstmal ein. Der erste fährt los. Und dann ist er auch schon da, wo wir ihn haben wollen. Und hier muss ich dann halt noch was bauen, dass er dann hier runter reingeflogen wird. Oh nee. Rudi, du sprengst jetzt hier bitte nichts in die Luft. Danke. Aha, da haben wir ja schon mal eine Fehlermeldung quasi. Wo könnte es dran liegen? Hier hinten, maybe? Oder vielleicht dann doch hier drüben? So. Hoffen wir, dass das nächste Mal, wenn ich zurückkomme, mehr drin ist. Okay, und jetzt schnappen wir uns mal ein bisschen Dirt. So, da müsste er reinfallen. Ist ja auch noch die Dirt. Nein! Hat es keine Kiste erwischt. Mein Gott, ey, ich hasse diese blöden Creeper, die hier dauernd irgendwo aus dem Nichts spawnen. Vielleicht aus der Höhle. Jetzt nicht mehr. Oh Mann, ey. So, die Höhle bleibt jetzt erstmal geschlossen. Und Abfahrt. Perfekt. Damit haben wir erfolgreich den ersten Villager rübergeholt. Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns den nächsten. So, perfekt. Die warten schon alle geduldig hier. Okay, er dreht sich im Kreis. Komisch. Ja. Gut, die überleben es. Oh, wirklich, wir sollten ein paar Powered Rails reinmachen. Perfekt, der läuft schon selbstständig da links. So, willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich sehe keinen Eisengolem hier rumlaufen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nice, das funktioniert wieder, das ist sehr gut. Dann holen wir mal den Villager. Aber davor machen wir ein paar goldene Rails. Wer will der Erste sein von euch, der mit der neuen Bahn fährt? Okay, los geht's. Immer ein bisschen schneller als ich. Ich würde sagen, das ist ganz gut. Und da ist er schon. Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Hä? Bro, was machst du jetzt da unten? Und das ist dann Nummer 3. Sehr schön. Das nächste Mal nehme ich nämlich gleich mehrere Minecarts mit rüber, um mit einem Schub viel mehr Villager rüber zu kriegen. Und ich fahre natürlich auch mit Minecart, weil ich meine Elytren schonen muss. So, ich denke, das sollte erstmal reichen. Das Pferd ist ja immer noch hier. Eieiei. Wir haben hier 3 Villager drin. Gehen wir schon mal ein. Viel Spaß. Perfekt. Jetzt dreht sich die Kuh da auf dem Kreis, ey. Das gibt's doch nicht. Und viel Spaß. Da werden noch welche sein, aber ich fahre jetzt auch erstmal mit. Nein! Hold up! Nein! Oh mein Gott, okay. Ich seh schon ein Problem. Hier haben wir einen, zwei. Ja, das kommt hin. Lass mich doch durch! Mann! Der macht mich wahnsinnig, der Typ. Aber Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und nehmt an der Umfrage im Community-Tab zu den 3 verschiedenen Logo-Möglichkeiten teil. Würde mich wirklich sehr, sehr doll freuen. Und dann erstmal ciao.